Bild eines Schädelsymbols, ein Schutzzauber oder Bann, der von bösen Geistern schützen sollte. Alles klar. Gut, mir scheint da nicht drin zu stehen. Aber war interessant. Uppala, was war das? Noch ein X. Hier war noch ein X. Warte. Habe ich mich getäuscht? Warum? Du hast doch da Licht jetzt. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Aha. Wow. Henna. Die hat Sport gemacht. Tennis? Hannah Hall, Bronze beim Alberta Junior Invitational. Okay. Das ist Hennas Zimmer. Oh Mann, verdammt! Weg, weg! Verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Wirklich gruselig. Allgemein hier. Okay. Gibt's hier Kacke? Ah ne, die Toilette war ich da ja gerade. Ja, ja, genau. Ich wollte gerade fragen, ob es überhaupt gar keine Toilette hier gibt. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Na komm. Warum klappt das jetzt nicht? Oh! Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Ach, du bist falsch verkabelt. Hey, da war doch auch ein X. Ach so, das war dieses. Noch ein Buch. Das Kamasutra, bearbeitet von Tim Hilton. Alter Schwede. Wie viel ich verpasst habe in der letzten Staffel. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Ja. Wenn einer der Liebenden einen von den beiden Schenkel des anderen zwischen seinen oder ihren eigenen Schenkel aus Kräften presst, so wird es die Schenkelumarmung genannt. Aha. Vielfältiger Einsatz des Vergnügens in seinem höchsten spirituellen und psychischen Form, was der Ehemann am stärksten von seiner Frau oder Geliebten begehren muss, muss die Frau oder Geliebten höchst ektaktisch erwidern. Okay. Die mannigfaltigen, intimen Freuden des Fleisches sind Ausdruck sowohl weltlicher Zuneigung als auch spiritueller Einigkeit. Daher muss, wenn der Ehemann die Position aufsteigender Elefant einnimmt, die Frau mit der Position antworten, die seit Urzeit als prächtiger Schwarm bekannt ist. Die fortgeschrittene Position, die als Eremit auf der Leihe spielend bekannt ist, wird oft mit einer Position gepaart, die viele Namen trägt, aber zumeist tausend schön genannt wurde oder genannt wird. Okay. Oh, ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Alter, was bist du für ein... Was bist du für eine Pussy? Oh. Wenn man das Bild einer Person im Spiegel oder im Wasser küsst oder den eigenen Schatten an der Wand, ist das ein Kuss der Offenbarung.
Wenn die Frau ihre Schenkel um ihren Liebhaber verschränkt, entsteht die umschlingende Position. Okay. Interessant. So, Fans, da habt ihr was zu üben. Viel Spaß. Also hat sich Hannah mit Kamasutra beschäftigt und mit Tennis. Aber wo habe ich denn verdammt nochmal die Streichhölzer weggehabt? Da ist ja was. Oh, Scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, Scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Alter, ich habe auch eine beste Freundin. Es ist Freundin. Bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Ich habe auch eine beste wünschte, Freundin. Ich wäre jetzt nicht komplett nass, bis auf die Knochen, bloß wegen dir. Verschissene Aktion. Tut mir leid, Jess. Bestimmt habe ich es im Wasser verloren und es funktioniert gar nicht mehr richtig, also was soll's. Hey, ich mach's wieder gut. Versprochen. Ach, halt die Fresse. Ich muss mich dran erinnern, so meine beste Freundin in der Realität. Natürlich. Also, ich habe auch eine gute Freundin in diesem Spiel. die Rothaarige. So, und nochmal zurück zum Thema. Sie hat definitiv schon 3 oder 4 Handys in diesem Jahr schon weg. Keine Ahnung, die schafft das jedes Mal, auch wenn sie jetzt dieses Video mal sieht, oder diesen Clip nachher mal sieht, oder wie auch immer. Ja, Schatz, überleg mal, was machst du verkehrt mit deinen Handys? Jedes Mal, wenn ich mal zu ihr hinfahre oder was weiß ich, hat sie jedes Mal eigentlich knapp ein neues Handy dabei. Und es ist der Wahnsinn. So, da war doch nur das Buch, oder nicht? Ja, das Buch wollte ich nicht haben. So. Da ist auch nichts. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, ich habe irgendwie den Faden verloren in diesem Spiel. Halt! Da, Streichhölzer. Lucky, Lucky. Ey, da jetzt ist gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Ja. Ist nur noch einer drin. Oha. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Vielleicht müssen wir einfach den Sprungwagen. Weißt du, wie ein Sprung in den Swimmingpool? Was? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Echt jetzt? Dachtest du, die Nummer zieht? Ja. Das ist ja immer. Blöd, Mann. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay,
Fenster legen zu. Es ist krass. Uah, schon wieder Gänsehaut gekriegt. Ich mache jetzt mal mit Absicht mal was, was ihr vielleicht vom letzten Staffel aus gesehen habt. Genau. Kannst du die Fensterläden bitte schließen? Bitte? Die Fensterläden kann ich nicht zumachen, habe ich das Gefühl. Gibt's hier irgendwas? Die Leute, die vom anderen Staffel dabei sind, die ich will jetzt nämlich hier nicht rumspoilern. Sofort! Die wissen ganz genau, was gleich passiert. Darum halte ich jetzt mal ganz brav die Schnauze. Frau, Alter! Ich mag die Vorstellung nicht, dass da draußen jemand rumlungern könnte. Nein, ich mache ja schon. Voila, die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Und müde. Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Weißt was? Ich habe letztens, ich kann mich noch ganz gut erinnern, da habe ich beruhigend genommen. Ich werde jetzt abschätzen, Ning. Oh, komm schon. Was? Verschon mich doch mit diesem albernen Kinderkram. Das ist doch Blödsinn. Es ist die Wahrheit. Oh, klingt kompliziert. Na, vielleicht bin ich kompliziert. Toll. Was? Ich dachte, du wärst keine von denen, die nur ihre Spielchen treiben wollen. Wofür hältst du mich denn bitte? Für ein Flittchen? Nein, ich meine, du bist halt nicht kompliziert. Michael. Du bist echt ein Arsch, weißt du das? Manchmal wünschte ich mir, du wärst nicht so süß. Und den Rest der Zeit? Sieh nach, ob du eine Decke findest. Dann können wir uns vor dem Feuer zusammenkuscheln und herausfinden, wie süß dein Arsch denn wirklich ist. Okay. Wow. Ich muss tatsächlich jetzt eine Decke suchen. Wow. Das ist wirklich neu. Hast du welche? Ja, ich suche noch. Oh yeah, ich scheint da drin eine Decke zu sein. S'il vous plaît, Madame. Einmal Decke für die Lady. Und was wünscht der Monsieur? Ich hätte gern etwas Sanftes und Warmes und Nacktes. Ich glaube, das lässt sich arrangieren. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Musik?